Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Rapper-Format. Letztes Mal sind wir gestorben, als wir dieses Dorf da erobern wollten. Bock. Und hier kommen wir noch nicht hin, hat der Typ gesagt. Wirklich. Link, heil dich mal. Wie wär's mit einem schönen Apfel und einem Pilz? Okay, Link, jetzt wird aufgeräumt. Ich hoffe, die Dinger kommen da oben runter. Zweck, komm nicht mit mir. Ich bin nicht da, Goblin. So kommt man noch mal viel besser aus. Oh, ist der Nubig. Der ist ja fast so schlecht wie ich. Aber deine Freundin ist er nicht. Ja, ich raste manchmal ein bisschen aus hierbei. Mein Bockstock. Habe ich selbst gemacht. Ich überlege ja manchmal auch so Kochvideos zu machen. Darauf könnte ich auch umschreiben, aber würdet ihr das feiern? Das weiß ich nicht. Ich werde hier mit Schwertern abgeworfen. Fast. Gennen das! Hab nicht getroffen. Interessiert mich alles nicht. Käsekuchen ist lecker. Und? Was mögt ihr so an Kuchen? Schreibt es in die Kommentare. Magnetismus. Schika-Stein-Scheiße. Kann man da überspringen? Ich glaube nicht. Ich glaube das nicht. Sieht zwar cool aus, aber ihr könnt ja eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Willkommen. Damit können wir ta-ta-ta-ta und damit könnten wir rein theoretisch Monster verschlagen. Und jetzt gibt es was, was ich ausprobieren will. So. Ich
Ich dachte, man könnte, wenn man draufklebt, da zieht man es zu sich ran, da kann man damit fliegen. Aber schade und gleichzeitig gut, dass Nintendo das verliert hat. Und starken Gegner. Aber da ich diesen einen Block habe, würde ich hoch, runter. Da! Hat gefehlt. Verdammt, erstmal will ich hier. Eisenplatte. Böse. Gibt kein Nachtisch heute. Ja, in jedem Schrank gibt es Truhen. Ich glaube, in dem gibt es keine zwei. Davon habe ich doch schon so viele. Easy. Natürlich schieße ich auch wieder die Tür. Ich bin ja ein ganz braver Mensch. Kriege ich dafür eine doppelte Belohnung? Der Typ ist scheiße, ich lese euch nicht vor, was der sagt. Von den Dingern gibt es ganz, ganz viele. Diese neue Bildschirme sind nervig, ich weiß. Oh, hier liegt eine Rosine. Du nervst! Hellseher, Magier, Lost Choice. Ich mag das nicht. Entschuldigung, dass ich nicht vorlese, ich war gerade offensichtlich nicht. Doch Überreste der Zivilisation. Dieser Schrein und ist alles ganz toll. Oh. Hör mir zu. Und diesen Schrein gibt es noch weitere. Auf dem Plateau gibt es noch drei. Oh, 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 oh. Wenn du in jedem davon ein Zeichen kriegst, dann kriegst du eine Parallele. Jetzt willst du mehr? Scheiße. Gib mir den Parasegel, ich muss Hyrule retten. Oh Gott. Und als Ausgleich will er mir die Schreine zeigen. Aber von vorne. Ja, ich kenne diese Funktion. Tschüss. Da seht ihr auch, da bin ich gestorben. Ich bin Profi. So. Der Typ ist natürlich vor mir da.
bevor wir mit dem reden, machen wir was anderes. Nein, wir reden jetzt nicht. Und zwar liegt es in diesem... Ich benutze Toonlink. Wir rufen Toonlink. Jetzt wird's interessanter, denn jetzt kommt Toonlink. Kleiner Entschuldigung, Local Watch. Ich lese euch das jetzt alles nicht vor, das ist viel zu viel. Das ist das Schlechteste, was man von denen bekommen kann. Aber wenigstens hat er den Angriffsbonus, das hat er nicht immer. Ist jetzt für mein Level eine sehr gute Waffe. Also dann, was willst du, alter Mann? Ach komm, du bist scheiße. In meinem Alter hat man Tricke, ne? Und dann... Von hier kannst du gut mit dem Fernglas vom Schickerstein suchen. Benutze es doch einfach mal. Zwar kann man dann hier mit A schießen. Und zwar eine Markierung. Dann geht das da rein. Und wo war der letzte? War der nicht da? Ja. Und den Turm da hinten markiere ich mir auch gleich. So, Schreine mache ich immer. Und in dem Fall mache ich das nicht. Weil sonst mache ich Schreine immer zu Stern und da war der Turm. Das wird dann ein Turm. Jetzt müssen wir wieder runter. Ich werde ein Parasegel, mit dem ist alles viel einfacher. Da kann man nämlich irgendwie früher bekommen. Dann machen sie halt Mauern um Hyrule. Soll ich euch jetzt zeigen, wie man kocht? Okay, ich brauche euch das zu zeigen. Geh weg, Gras. Ja, ich zeige euch jetzt, wie man kocht. Ich habe ja auch Fische und Äpfel bekommen. Passt eigentlich gerade. Man erfährt es in dem Spiel, das Spiel sagt es auch rein. Also ich nehme... ein Schwertschnapper. Und das tut man dann in die Hand. Dann drückt man einfach auf das, was man kochen will. Dann nimmt man sich so einen Topf, drückt A, wenn da Kochen steht. Jetzt habe ich einen Kraftfleischspießpilzen. Nein. So, damit ihr einmal ein paar Rezepte seht. Also die habe ich mir jetzt. Die Rezepte denke ich mir jetzt gerade selber aus.
Typ wollte uns doch sein. Seine Axt geben. Egal. Brauchen wir nur. Ich habe direkt die nächste an die Barrage. Und zwar den Link aus Super Smash. Bro. Lager da auslöschen, da gibt's auch Loot. Und in diesen Totenschädel gibt es meistens einen Trick. Und den will ich euch jetzt zeigen. Okay, nicht meistens, den gibt es immer, aber den zeige ich euch jetzt. Und zwar, bevor ihr irgendwas macht, müsst ihr den Wächter da töten, bevor er euch sieht. Denn sonst kommen alle aus dem Lager raus und die Taktik ist hin. Das geht am besten mit dem Bogen. Und in dem Fall würde ich jetzt den Parasegel gut gebrauchen können. Die Fragezeichen sind gerade nicht so schnell zu sehen. Okay, ich hoffe, ich kann es trotzdem noch machen. Und zwar kann man hier diese Laken unterschießen. Und dann explodiert alles, weil da explosive Fässer sind. Dann überleben wir die nächsten. Und ich brauche einen Heal. Da hat jemand was Gutes? Ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Alter, können die mich mal in Ruhe lassen? Ich bin der Retter der Welt. Ich will Heimruhe retten, nicht mich mit euch abplagen. Ja, nice. Das ist Items! Ich glaube, hier sogar Fledermäuse waren. Und hier drin ist dann wieder was Gutes. Ja, das ist was Gutes. Dann gehen wir jetzt zu dem Schrein, wo es das wichtigste Modul gibt. In Anführungszeichen wichtigste. Das meiner Meinung nach beste. Allerdings ist dieser Schrein gut bewacht. Und zwar von einem der stärksten Gegner in diesem Spiel. Und zwar von... Nicht von euch. Ihr seid gut. So, mein Preis. Ich war vorhin recht. Die one-hitten instant. Man kann ihre Schüsse mit dem Schild ablocken. Sie haben Fernkampf.
Wenn dieser Strahl unterbrochen wird, können sie dich halt nicht angreifen. Das ist das Gute, aber sonst... Rein in diesen Schrein. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Auch 21 Minuten. Den Schrein kriegen wir noch in den Park mit reinbezogen. Hier gibt es, was in Anführungszeichen sehr OP-mäßig ist. Und zwar das Bombenmodul. Sogar zwei. Der Unterschied? Dass hier rollt, das hier nicht. Das ist wirklich der einzige Unterschied. Könnt ihr mir glauben? Dann hier ist. Ich mag diese hier lieber. Hier gibt es was Nasses. Und zwar ein Reisezweihänder. Das Ding ist viel zu OP für mein Level. Ich weiß, es gibt andere Chancen, die ich habe auch, aber... Besonders das, was ich vom Doom-Denker Niveau habe. Das hier ist mega easy gemacht. Ich habe es natürlich mega kompliziert gelöst am Anfang. Und zwar habe ich das so gemacht. Ich habe geworfen und versucht im richtigen Moment dann so explodieren zu lassen. Also Kälte, also Hitzeschutz brauchen wir jetzt wirklich nicht. Ich meine, wir könnten rein theoretisch direkt nachdem wir in eine Wüste gehen, aber da gibt es dieses Problem nicht. Das Rätsel ist auch nice. So kommt man an die zweite Truhe dieses Schranks hin. Mit einem Bergstein, der so gut wie nichts bringt. Klingt gleich Noob. Nein, manchmal ist Link wirklich schlecht. Hier habe ich den gleichen Fehler gemacht. Hier habe ich es auch nicht so gemacht, wie es geplant war. Das ist hier geplant, dass man es mit der Bombe macht, die hier ins Ohr liegt. Sie dann dahin rollt. Dann
geschossen wird und dann da einfach nicht und dann nicht falsch. Aber ich habe es natürlich genauso wie gemacht wie vorher. Und schreibe, wenn ich in diesem Let's Play versuche, so viele wie möglich zu machen. Ihr werdet noch früh genug sehen, wieso. Und damit sage ich auch, das war's von dieser Folge. The Legend of Zelda. Breath of the Zeichen der Bewegung.